Herzlich willkommen zur 151. Folge Tyrannon mit dem Felix. Oh. Guten Tag. Oh. Wie heißt das Zeug, was wir da oben haben? Wo genau? Gut, das ist doch Kohlenwasserstoffe, ne? Aromatischer Kohlenwasserstoff oder irgendwie sowas in die Richtung müsste es sein, ja. Weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, gerade mal auf den Knopf zu drücken. Ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht komplett alles kille. Das wirst du sowieso. Was, das zweite Ding ist auch schon angeschlossen? Alter. Ja, aber es fehlen halt Fließbänder. Ich liebe ja immer noch deine tollen Titanium-Fließbänder, die du hier durchgelegt hast, ne? Ja, ich finde die auch gut, aber guck mal, hier vorne ist eigentlich noch ein bisschen Platz drin, da könnte man noch was machen. Theoretisch. Theoretisch kann man viel, praktisch ist es immer so eine Sache. Wo ist denn jetzt die andere hier unten? Movement Speed ist auch schon echt traurig, ne? Du läufst los und bist eine halbe Stunde später wieder da. Wo bist du denn? Du kriegst das Zeug von da. Dann machst du mal bitte auch kurz Pause. Musst du mal ganz kurz testen. Achso, wir haben ja stimmt, wir haben immer noch dieses eine verdammte Solarpanel da irgendwo rumstehen. Richtig. Um genau zu sein, da. Oh ne, guck mal, gut, waren wir auch jetzt doch. Gut, das heißt, der nächste Punkt wäre, wenn das jetzt hier läuft. Es ging irgendwie zu wenig Radiesel, kann das sein? Bekommen wir schon die ganze Zeit zu wenig Radiesia. Aber es sollte jetzt theoretisch gesehen langsam ein bisschen mehr werden, so ungefähr. Wie war das mal mit Tempomodulen 3? Ich glaube nicht, dass dir ein Tempomodul so viel helfen wird. Ist zumindest meine Vermutung jetzt. Oh, eine ganze Geschichte ist, wenn die jetzt hier voll laufen würden. Meinst jetzt die aromatischen Kohlenwasserstoffhersteller? Ja, dann reichen tatsächlich zwei Greifer auch nicht. Richtig. Drei, ja, eigentlich auch noch nicht so ganz. Gerade so. Kannst ja noch einen vierten dran setzen, hast du noch genug Platz. Ja gut, aber dann kommt, dann hat jetzt die eine Anlage, die frisst alles weg.
Ist ja eh egal, kommen ja nicht genug Fahrwürger eh, damit mehr als eine Anlage durchläuft. Das Traurige ist, der Butadien-Tank füllt sich ein bisschen, ne? Aber es kommt jetzt auch wieder einiges an Gummi raus, ne? Na gut, macht das einen Unterschied? Wir sind jetzt wieder bei 22,8. Das geht schon in den Anruf rein. Ist doch super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte noch echt mehr sein. Ja, aber es ist schon mal mehr als es vorher war. Flüssigkeiten. Jetzt mal gucken. Wie heißt das Zeug? Butadien. Ja, ist ungefähr gestiegen, so ich sage mal von 3000 auf zu Spitzenzeiten 9000. Wir sind jetzt im Schnitt so bei Polybutadien von 7000. Also knapp verdoppelt, würde ich jetzt mal grob sagen. Klingt doch super. Ja, wobei das sich halt, ja, doch. Wenn das so weiterläuft, würden wir damit auch ungefähr im Schnitt 60 die Minute an Forschungsflaschen kommen. Das heißt, wir hätten die Forschungsflaschen, ich sage mal von, wir waren mal auf 27, das heißt so mindestens verdoppelt, aber der Schnitt sagt eher, dass wir mehr so im Schnitt bei 10 bis 15 waren. Das heißt, eigentlich haben wir schon damit jetzt fast vervierfacht. Ja. Nochmal 2000 durch 100 mal 80, das sind. Das heißt, theoretisch sollten wir jetzt in 6 bis 7 Minuten die Forschung durch haben. So, das heißt, wir müssten jetzt schon mal vorbereitende Maßnahmen treffen. Das heißt, wir machen ja dann Hydrogenchlorid. Aus Hydrogen und Chlorin wollten wir es machen, ne? Oder wie war das? Wir wollten dann das aus Hydrogen und Chlorin machen, ja. Wobei das extrem teuer wird, wenn wir dafür jedes Mal eine Lampe wirklich reinwerfen dürfen. Meinst du, ja. Aber dieses Phosphingas bekommen wir halt auch nicht so wirklich machbar schnell hin. Weil wir dafür halt Phosphorsäure brauchen und das ist halt ekelhaft. Schwefelsäure werden wir vermutlich auch nicht so einfach bekommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Erzförderer sind uns jetzt leer gelaufen, die ich jetzt gerade zum Abbild markiert habe. Von Steiner. Es wird auch bald ein Problem.
Irgendwann demnächst. Ja. Hatten das jetzt hier unten schon vorbereitet gehabt? Was genau Die jetzt? Produktion von dem. Wir haben noch nicht für dieses Hydrogenchlorin noch nichts angefangen, nein. So, das heißt, wir brauchen. Das ist der hier. Das heißt, wir machen das mit. Wir wollten das mit Lampen machen, ne? Das müssen wir ja mit Lampen machen. Das heißt, wir brauchen Hydrogen und Chlorin. Hydrogen ist ja einfach. Ja, Hydrogen haben wir so hier unten mehr als genug übrig. Richtig. Aktuell. So, und Chlorin hatten wir doch auch schon irgendwo gehabt. Aber ich glaube, das war das, was so wenig war, ne? Aber wo waren das jetzt schon wieder? Oben. Da. Ach so, und da wollten wir ja Da. auch noch. Hydrogen, ja. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt eine Schmelzmittel, ach Quatsch, hier eine Chemiefabrik, um aus den beiden Sachen da oben was zu machen. Richtig, dann nimmt man noch eine sinnige Kiste mit, nimmt aus der einen Kiste hier die 150 Lampen raus, packt noch ein bisschen was für mehr Lampen nach und dann ist die Sache gegessen. Ja, gut, dann lass uns mal starten damit schon mal. Gucken wir da schon mal vorzubereiten. Ja. Weil das geht jetzt komischerweise doch relativ zügig. Na guck mal, vorher sind anderthalb Reihen Labore gelaufen. Jetzt laufen gerade 1, 2, 3, 4, 5 halb Reihen. Es ist dann doch schon ein kleiner Unterschied. So, hattest du noch eine Chemiefabrik da? Im Inventar habe ich aktuell keine Chemiefabrik, nein. Ich meine, aber ich habe zu viele gebaut gehabt. Habe ich im Inventar einen? Ne, habe ich auch nicht. Hier sind noch in Tja. der einen Kiste nochmal Pumpchecks drin, das ist da natürlich auch toll. Und regenerative Wärmetauscher und Schmelzen und was weiß ich. Ist auch keine Chemiefabrik. Ich hätte jetzt keine Chemiefabriken irgendwo gefunden. Die sind ja aber auch eigentlich gar nicht so schwer zu bauen. Denke ich auch mal. Man braucht nur 7 Minuten. Gefühlt. Ich hatte eine Chemiefabrik im Inventar. Ich bin blind, okay. So, das heißt, das Zeug war jetzt da drüben irgendwo. Richtig. Wir haben auch irgendwo noch weiter rechts noch mehr theoretisch gesehen, von dem Weißen zumindest. Wo waren das? Der Ping. Bisschen weiter rechts, zwei Maschinen oder drei. Ja, jetzt rechts unter dir. Aber es wird eh das Grüne, also Chlorin, wenn das Problem. Durch. Tschüss.
Das war so klar, oder? War so klar. Ach so, das ist dein Rohr. Ah, okay. Ich bin nämlich gerade über dein Rohr gestolpert und denke mir, hä? Das heißt, es sollte da unten ja theoretisch irgendwie das hergestellt werden, theoretisch gesehen. Praktisch gesehen weiß ich es noch nicht hundertprozentig. Mangel an Flüssigkeiten, organische Lösungsmittel. Moment. Wo stellen wir die denn her? Das war auch hier oben. Weil wir hier zu viele Faserplatten haben. Weil wir hier zu viel Formica haben. Weil wir zu viele von diesen verdammten roten Schaltkreisen, von diesen verdammten Schaltkreisen haben. Weil wir zu wenig von den Leiterplatten verbrauchen. Echt jetzt? Also naja, wir haben aber theoretisch diese jetzt ein paar Nioh-Platten. Das wäre genug jetzt für schon 15 Stromästen. Ja, dann was brauchen wir für Stromästen noch? Kupferkabel und Eisenstangen, also alles, was wir locker irgendwo oben rumfliegen haben. Ja, aber oh. Mann, Rohre! Dann machen wir da auf jeden Fall mal ein paar. Warte mal, vielleicht sollten wir mal hier vorne. Wir haben oben Kupferkabel automatisiert, wenn du das jetzt vorhattest. Ah, okay. Dann ist ja gut. Yay, 12 Neoplatten. Es ist zwar noch nicht viel, aber es ist zumindest erstmal etwas. Na, du brauchst ja auch nicht so übertrieben viele von diesen Strommästen. Die Neoplatten kommen dann hier raus, ne? Die kommen in Starkes rein, ja. Okay. Aber es scheitert halt aktuell am tollen Lösungsmittel. Wir sollten aber definitiv von dem an. Ach ne, da steht ein Tank, ne? Ja, alles gut.
Dann ist ja super. Yippie, yippie. Wir haben leicht zu wenig Strom. Dann machen wir hier mal wieder eine Geschichte wieder an, damit wir die Stromschwankungen ausgleichen können. Ja, und so ein paar, also Akkus wären natürlich auch nicht schlecht, zumindest ein paar. Aber ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Wirklich. Aber wir unterhalten uns jetzt über das Folgenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.